Hallo ihr Lieben, ich bin gerade aufgestanden, habe leider nicht so gut geschlafen, bin wieder ewig nicht eingeschlafen, aber egal, ich kann mich ja da nochmal hinlegen. Und zwar, ich wollte heute einen Full Day of Eating and Doing machen und es fängt jetzt damit an, dass ich eine Foodsharing-Abholung habe. Und dazu habe ich auch vor, ein extra Video zu machen, also ich habe heute vor, ein paar Videos zu drehen und die kommen nicht direkt in das Video mit rein, weil es einfach nicht dazu passt. Nicht direkt, weil ich da eh ein extra Video dazu machen wollte. Und dann verlinke ich euch das dazu dann einfach. Also, jetzt geht's erstmal zur Abholung. So, da bin ich wieder. Es ist jetzt 11.45 Uhr. Ich habe jetzt mein Essen zurecht gemacht. Und zwar wollte ich mehr Rohkost essen. Und ich bin echt nicht so der Obstesser, aber esse gern Gemüse. Ich wollte jetzt eigentlich Obst- und Gemüseteller machen, aber jetzt habe ich mich entschieden, nur Gemüseteller zu machen. Weil ich dann nicht so viel Zeit habe, weil ich dann noch Pizza vorbereite und meinen Freund dann damit überrasche, wenn er von der Arbeit kommt. Und jetzt wollte ich euch mal meinen Gemüseteller zeigen. Hier habe ich eine halbe Paprika aufgeschnitten, hier einfach ein paar Scheiben Gurke. Das hier ist Topinambur, das kann man mit Schale verzehren und roh. Snacktomaten, hier ist Bärlauch, der schaut jetzt ein bisschen welk aus. Lauch, der ist auch schon ein bisschen welk, was aber gut ist, sonst ist es fast zu scharf, um es roh zu essen. Karotten, Kohlrabi und auch Pilze kann man roh essen und schmecken roh ganz gut. So schaut der Teller aus. Und das esse ich jetzt und dann bereite ich die Pizza vor. Und während ich das jetzt noch esse, werde ich auch gleich noch die Meerschweine füttern. Den habe ich ein bisschen Löwenzahn gepflückt und die kriegen ein bisschen Paprika und ja, was sonst noch so da ist, Salat. Ich finde es gerade witzig, ich wollte nämlich gerade googeln, wie der Rucola seinen bitteren Geschmack verliert. Und da kommen so lustige Sachen raus. Also, die ersten sind ja noch verständlich. Man Bauchfett, man Fett, wie verliert man seine Stimme, wie verliert man schnell Körperfett. Aber das letzte, wie verliert Karl sein Auge? What? Was? Weiß da jemand was, was das auf sich hat? Wie verliert Karl sein Auge? Okay, jetzt habe ich ein R eingegeben für Rucola, jetzt kommt. Wie verliert man Reiterhosen? Hä? Rückenspeck? Wie viele Ressourcen verliert man bei Clash of Clans? Okay, das vorletzte ist noch verständlich mit dem Reifen und Luft. Wie verliert man Fett am Rücken? Okay. Also da finde ich jetzt das spektakulärste, das wie verliert man Reiterhosen, indem man sie auszieht und irgendwo liegen lässt. Also, was da Leute für Sachen eingeben, schon interessant. Bevor ich jetzt anfangen kann, Pizza zu machen, muss ich hier erstmal die Fläche freiräumen. Da liegen einfach noch Lebensmittel rum und hier habe ich noch ein paar Sachen, die ich noch aufräumen muss. Das sind, ja genau, Bananen, Pilze und Karotten. Das Grünzeug kann ich, glaube ich, auch wegtun. Und eine Orange, das sind gerettete Lebensmittel. Genauso wie hier, ich habe schon mal ein paar in ein paar Tüten getan. Muss ich jetzt, also das friere ich jetzt eben alles ein. Das ist nicht gerettet, das ist gekauft. Das kann ich auch noch aufräumen. Ja, deswegen, die Sachen sind von heute, wo ich vorhin abgeholt habe. Das sind also die Meerschweinchen, Tomaten, Bohnen. Kohlrabi hatte ich jetzt gerade auch zum Frühstück. Da noch weitere Tomaten, Apfel und Salat. Sieht man jetzt gar nicht so gut. Hier unten nochmal Tomaten. Und hier sind zwei, beziehungsweise so zwei halbvolle, nicht mal halbvolle Säcke mit Brot. Ich zeige euch das mal kurz. Da muss ich halt gucken, ob das noch gut ist. Und hier ist nochmal Brot. Brötchen. Da habe ich mir eben jetzt schon da Tüten zurecht gemacht und friere das dann ein. Und ich habe aber hier Einfrierlisten und muss erstmal mehr Platz machen, weil es eigentlich ziemlich voll ist. Deswegen ja, brauche ich da wegen Zeit dafür. Aber die Pizza geht jetzt erstmal vor, deswegen wird jetzt erstmal die Fläche hier gemacht. Und es gibt ja solche Videos mit What's in my Kitchen und Kitchen und so Vorräte und so zeigen und vielleicht interessiert euch das ja auch. Ich filme es einfach mal und lade es hoch. Wer es sehen will, der schaut sich's an. Ich muss sagen, ich habe echt viele Vorräte. Es hat sich irgendwie so angesammelt. Ihr kennt es wahrscheinlich alle ein bisschen. Und jetzt versuche ich eben, das wieder zu reduzieren, dass ich weniger Vorräte habe. Es ist zwar schön, irgendwie auf Vorräte zu leben, aber irgendwie sind mir die Schränke gerade einfach zu voll. Und bevor da irgendwas kaputt geht, es sind halt schon so haltbare Sachen. Also bei Obst und Gemüse, das sammle ich gar nicht so an, dass ich das nicht mehr essen könnte. Oder friere es, wenn nötig, ein. Und da habe ich eben auch viel angesammelt, so an geretteten Lebensmitteln, was jetzt vegan war. Habe ich mir halt viel eingefroren gehabt.
Muss ich dazu sagen, die meisten Sachen waren containert, nicht von Foodsharing. Also damals noch, jetzt ist es anders. Jetzt gibt es halt viel von Foodsharing auch. Und deswegen werde ich jetzt hier mal wegen umräumen und meine Listen neu schreiben, weil hier auch ziemlich viel schon wieder durchgestrichen ist und nicht mehr aktuell ist. Könnte ich immer wieder eine neue brauchen. Habe ich immer Fach 1, Fach 2 und Fach 3. Muss ich sagen, ist echt praktisch, weil ich da nicht lange suchen muss, so, oh je, wo habe ich denn jetzt hier das und das Gemüse oder wo habe ich denn jetzt die Bratwürste hin, vegane Bratwürste. Sondern ich gucke hier drauf, sehe hier, aha, Erdbeeren, da Pilze im ersten, hier irgendwelches Grünzeugs, da der Käse. Das vereinfacht das Ganze. Da gucke ich nur mal hier so runter und dann habe ich das gleich. Dann mache ich das Fach auf und finde es schneller. Ist auf jeden Fall praktisch. Also ich räume jetzt erstmal auf und dann mache ich die Pizza. Ja, wann habe ich denn das letzte Mal gefilmt? Ich glaube, da habe ich gerade meine Pizza vorbereitet. Das waren mehrere Versuche, weil der Teig, den ich eigentlich schon hatte, war nicht mehr gut. Den habe ich am Samstag gemacht, heute ist Dienstag und der war leider nicht mehr gut. Und ich wusste, ich hatte noch welchen eingefroren. Dann habe ich die Tüten rausgenommen, habe die in heißes Wasser gelegt. Dann habe ich zum Schluss doch nochmal kurz in die Mikrowelle und der war total klebrig. Und dann habe ich voll viel Mehl noch da drauf geschüttet und bin fast wahnsinnig geworden, weil der immer wieder gerissen ist, als ich den dann aufs Blech tun wollte. Und ja, war nicht so einfach. Irgendwann ist mir der Geduldsfaden gerissen und mein Freund, der von der Arbeit gekommen ist, musste sich dann seine Pilze halt selber machen. Aber sie war dann doch sehr lecker. Ich habe erstmal gedacht, scheiße, jetzt sind auch irgendwie auch keine Zutaten da, weil die Pilze waren dann auch nicht mehr gut. Die waren halt ungekühlt da gelegen und waren halt schon von Foodsharing, also waren schon nicht mehr die frischesten, sagen wir es mal so. Und Zwiebeln habe ich dann festgestellt, oh, ich habe keine Zwiebeln mehr. Habe ich dann noch Oliven drauf und Käse, den ich eingefroren hatte, veganen halt. Ich habe dann noch ein bisschen Tomaten mit drauf und Pilze, wo ich noch eingefroren hatte dann. Das waren aber nicht viele. Und Rucola zum Schluss oben drauf, das war gut. Ich habe heute Nacht von Rucola geträumt, dann hatte ich Lust auf Rucola gehabt. Ja, die war echt gut, die Pizza. Hat auch gut satt gemacht. Ja, mein Freund war dann da. Eigentlich hatte ich heute noch viel vor zu machen. Das wurde dann leider nichts. Und dann hatte ich noch ziemlich Kopfweh gekriegt und habe mich dann über eine Stunde auf jeden Fall hingelegt. Und war eigentlich voll viel rumgelegen, weil ich voll Kopfweh hatte und so richtig so müde war. Und war nicht viel mit mir anzufangen. Jetzt ist abends, jetzt werde ich natürlich wieder wacher. Wenn es auf die Schlafenszeit dann zugeht. Wir haben jetzt 20 vor 9. Und ich mache jetzt gerade mein Abendessen. Und zwar gibt es heute bei mir Crepe. Das ist jetzt auf dem Crepe Maker gemacht. Und da tue ich jetzt mir Bionella draufschmieren. Bionella kann ich echt empfehlen. Das ist Bio, wie es schon im Namen steht. Und Fairtrade und vegan. Hier, vegan. Und ist voll lecker. Natürlich ist sowas nicht gesund und man soll es nicht zu viel essen. Mache ich eh nicht. Wah, der Teller kippt. So. Aber ich lag irgendwie im Bett und hatte voll Lust auf Crepe gehabt. Und jetzt muss ich euch mal meinen tollen Crepe-Maker zeigen. Hier macht sich gerade der nächste Crepe. Mal gucken, da kann ich noch nicht hin. Ja, trotz allem habe ich heute noch was vor. Ich will nicht ganz so unproduktiv bleiben sein. Ein bisschen was habe ich ja gemacht, aber ich meine, ich habe die Fläche hier vorhin mal frei gehabt. Und jetzt ist er halt wieder voll. Aber die Sachen kann man eigentlich ganz schnell wegräumen. Ach ja, beim Teig ist jetzt auch nochmal was schief gegangen. Ich habe das mit Roggenmehl gemacht. Und ja, irgendwie wurde das nichts. Ich weiß nicht warum, es wurde zu klebrig. Und es hatte ganz viele Löcher, das war total durchlöchert. Warum, weiß ich leider nicht. Deswegen habe ich es jetzt doch leider wieder mit Weizenmehl gemacht. Ich wollte eigentlich mehr weg vom Weizenmehl, aber es war jetzt nur ein geringer Roggenanteil, aber hauptsächlich Weizen, was mich jetzt wieder ärgert, aber so habe ich wenigstens dann einen funktionierenden Crepe und nicht hier so Mini-Stückchen. Weil das war nichts. Auf jeden Fall will ich hier dann jetzt noch das Brot einfrieren. Hier habe ich schon Tüten zurecht gemacht. Und wie angekündigt eben das in den Gefrierschrank tun. Da wollte ich ja eben ein Video dazu machen. Den Teil mit dem Gefrierschrank drehe ich dann heute. Und die anderen Vorräte zeige ich dann morgen lieber bei Tageslicht.